Morgentagblick auf die Märkte am Morgen. Die asiatischen Märkte handelten weitgehend positiv, außer der Nikkei, der hat ein bisschen verloren, weil der Yen weiterhin stark ist und das belastet den japanischen Index. Die Bank of Japan hat ihr Sitzungsprotokoll von der vorletzten Zinssitzung im Januar herausgegeben. Daraus trat hervor, dass nicht nur eine Zinssenkung besprochen worden ist, sondern auch darüber diskutiert wurde, ob man QE, also Quantitative Easing, weiter ausweiten sollte. Der Yen ist heute Nacht, hat sich einigermaßen stabilisiert, sagen wir mal so, um die 111, ist ja gestern Abend auch schon mal kurz drunter gewesen, konnte sich dann wieder ein bisschen zurück kämpfen. Das wird noch eine sehr spannende Sache. Wird das Ganze jetzt ein Dreifachboden, wie wir jetzt hier im Tageschart sehen, oder geht es doch tiefer dann zum nächsten Ziel, das so im Bereich 105, 75, 115 liegen würde? Das ist die spannende Frage. Also ein Bruch der 111, das dürfte dem US-Dollar, japanischen Yen, zumindest mal den Bullen, nicht besonders gut bekommen. Hier nochmal schnell der Blick auf den Nikkei. Wichtige Unterstützung dürfte bei 16.455 liegen. Zurzeit sind wir da noch drüber, aber die 16.700, die ist auf alle Fälle ganz klar erst einmal schon gebrochen, und jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ganze weitergeht. 16.600, da an dieser Marke sind wir zurzeit. Ja, die Skala, die ist da ein bisschen verrutscht, tut mir leid. Euro, US-Dollar, schnell auf einen Blick. Gestern gab es ja einen Hoch um 1,1340 und dann hat sich der Euro dann doch erst einmal ein bisschen konsolidiert. Mal schauen, wie das Ganze heute weitergeht. Der Ichimoku, da sehen wir, dass der Tenkan inzwischen Richtung Süden abgeknickt ist. Das könnte ein Zeichen sein, dass es doch erst einmal eine Korrektur gibt. Vielleicht erst einmal auf die Unterstützung 1,1240. 1,12. Das könnte also durchaus ein nächstes Ziel sein, muss aber nicht, muss man mal ein bisschen abwarten. Heute ist ja auch Hexensabbat, da könnte es ja das eine oder andere Verrückte geben, aber vor allem natürlich dann auch im Aktienmarkt. Das hier ist der Daily Chart auf der Oberseite, also 1,1375, das Hoch aus diesem Jahr, erst einmal das nächste Ziel, darüber wäre 1,1480 drin. Ob das Ganze jetzt tatsächlich passiert, muss man mal abwarten. Der Ichimoku, jetzt der blaue Tenkan, kurz davor den orangefarbenen Kijun zu kreuzen, das wäre auf alle Fälle ein weiteres Kaufsignal. Der DAX hat ja gestern deutlich korrigiert in der Nacht und gab es, wie gesagt, eher Gewinne an den asiatischen Märkten. Der DAX beginnt bei 9.900 Punkten, also an Widerstand. Kommt er da wieder drüber, könnte es nochmal Richtung 10.000 gehen? Das ist eben die spannende Frage. Die Frage wird also auch sein, wie sich der Euro weiterentwickelt. Das wird den DAX auf jeden Fall sehr, zumindest am Vormittag, interessieren. Am Nachmittag werden dann andere Sachen gespielt, denn die US-Märkte sehen das Ganze natürlich weniger kritisch, wenn der Euro stark wird. Das ist ja logisch. Es gab heute schon einen Termin, das muss minus 0,5% heißen beim Erzeugerpreisindex in Deutschland. Es war also nicht wirklich gut, außerdem heute noch die Löhne aus der Eurozone. Heute Nachmittag viele Daten aus Kanada und das Konsumklima der Uni Michigan. Eine Sendung gibt es erst heute Abend wieder. Hexensabbat bedeutet, um 12 und 13 Uhr gibt es Optionsverfälle und dann um 17.30 Uhr auch die Optionsverfälle für die Aktienmärkte. Da könnten also die Fondsmanager nochmal zuschlagen und ihre Position glattstellen wollen. Das könnte dann eben zu unvorhergesehenen Überraschungen an den Märkten führen. Schauen wir ganz einfach, wir schauen dann heute Abend, was dabei rausgekommen ist. In diesem Sinne erst einmal frohes Schaffen für heute.